3 Jahre ist es nun her, dass eines meiner erfolgreichsten Projekte posthum, nachdem es fertig war, erfolgreich auf meinem Kanal gestartet ist, und das war Undertale, richtig, 2015, wer weiß es noch, wer ist ein treuer Zuschauer, egal, okay, ihr müsst es nicht wissen, ich will auch gar nicht zu lange drum rumreden, ich möchte nur betonen, dass Undertale noch heute, nach fast über 3 Jahren, eines meiner erfolgreichsten und immer noch aufrufstärksten Projekte ist. Dadurch finden immer noch viele Leute auf meinen Kanal, was mich sehr freut. Das Spiel war auch eins meiner absolut Lieblings-Let's Plays, das ist ganz klar. Und jetzt, nun, in diesem Moment, noch nicht ganz in diesem Moment, aber dazu gleich, spielen wir Deltarune oder auch Undertale 2. Denn im Herzen ist es wohl Undertale 2. Ich habe ja bis jetzt oder bis vor kurzem noch gar nichts davon gehört, also ich kannte den Namen, aber sonst nichts, und dann haben mich meine werten Zuschauer, das seid ihr, darauf hingewiesen, dass es ein neues Spiel von Toby Fox gibt und ich mir das doch bitte anschauen soll, und genau das werden wir jetzt tun. Wir starten es jetzt zusammen, dann starte ich die Aufnahme original und wir sind ab Sekunde 1 dann drin. So, ich starte das Spiel jetzt und die Aufnahme jetzt. Und jetzt müsstet ihr mich sehen. Hui, Undertale 2, ihr seid dabei, ich bin dabei. Herzlich willkommen. Bist du da? Seid ihr da? Ich bin da. Und das Spiel ist auf Englisch, wie ihr seht. Ich werde es übersetzen, so gut es geht. Sind wir verbunden? Ja, das ist ein bekanntes Bild. Exzellent. Also, ich bin kein Englisch-Profi. Wirklich exzellent. Ich bin auch kein Englisch-Noob, wie ihr meinem Denglisch gerade merkt. Aber ich werde es, so gut es geht, halbwegs genau übersetzen. Wir können anfangen, hat er gemeint. Das, die mysteriöse Stimme. Das ist scheiße laut. Dreh den Scheiß runter. Zuerst. Oder erstmal musst du ein Gefäß erschaffen. Und ist das Earthbound-Musik? Das klang gerade wie Geigers. Und wir sollen den Kopf auswählen, den wir bevorzugen. Okay, der hier kommt mir sehr bekannt vor. Sehr, sehr bekannt. Aus einem gewissen Spiel, das mit diesem Spiel gewissermaßen in Verbindung stehen könnte. Und das im Hintergrund, das ist doch Earthbound. Da könnt ihr mich nicht verarschen. Tobi, das kannst du ja hier mit jedem, kannst du ja mit dem dahergelaufenen Passanten probieren, aber nicht mit mir. Bestimmt passieren unterschiedliche Dinge, abhängig davon, was ich wähle, aber scheiße, ist das laut. Geigers Schnauze. Dann nehmen wir nicht die Glatze, nehmen wir den da. Der hat eine Strähne. Das ist ein Zeichen von Stärke im germanischen Glauben. Wähle den Torso aus, den du bevorzugst. Gut, es ist oder es wird langsam Winter. Das heißt, wir nehmen jetzt die Jacke. Wichtig. Und die Knöpfe sind ein schönes Accessoire. Und wir sollen jetzt noch die Beine auswählen, die alle absolut gleich ausschauen. Aber, first things first, wir nehmen Nummer 1, denn ich bin die Nummer Numero Uno. Und nicht Numero Dos. Das ist dein Körper. Akzeptierst du ihn? Muss ich ja. Muss ich ja. Bin ich ja gewohnt. Ja. Exzellent. Du hast eine wunderschöne Form erschaffen. Nun. Lass uns seinen Geist ebenfalls als deinen erschaffen. Was ist dein Lieblingsessen? Oh, das ist sowas von überhaupt nicht Mother. Nein. Sweet, soft, sour, salty, pain, cold. Das ist nicht gerade Omelette, aber ich sag mal, warum gibt's kein Schaf? Ich nehme mal pain, weil das Schaf am nächsten kommt. Schärfe ist ja eigentlich nur Schmerz, das ist ja nicht mein Geschmack. Ich nehme jetzt pain. Und weil wir so edgy sind, natürlich auch. Dein Lieblingsbluttyp, ja, darüber mache ich mir regelmäßig Gedanken. AB. Ich weiß nicht mal, welcher ich bin, muss ich sagen. Also AB. welche Farbe magst du denn am liebsten oder dein Körper, deine Kreatur? Ich, keine Ahnung. Grau? Was ist denn da noch drauf? Ah, grün, rot. Rot, rot. Bitte gib ihm ein Geschenk. Oder eine Gabe. Freundlichkeit. Hirn. Eifrigkeit oder, ja, Ambition halt, ihr wisst, was Ambition heißt.
Tapferkeit oder eine Stimme? Sehr interessant bis jetzt. Ich kann ja mal so ein bisschen Hintergrund erzählen, auch wenn ich jetzt auch nicht, wenn ich mich jetzt auch nicht hundertprozentig informiert habe, aber Toby Fox hat dieses Spiel wohl anfänglich entwickelt und dann ist daraus Undertale entstanden. Das heißt, ursprünglich wollte er das hier machen, ist dann letzten Endes doch zu Undertale umgeschwenkt und hat irgendwie auch in dem Twitter-Post erwähnt, dass das hier eigentlich das war, was er vor Undertale machen wollte und es jetzt rausgeballert hat. Das ist so ein bisschen die Backstory, wenn ich alles richtig verstanden habe. Ich habe mich da auch nicht so reingefuchst. Aber wir nehmen... Ach ja, ich weiß, ich bin furchtbar unoriginell, aber wir nehmen Kindness. Warum nicht? Wie geht's dir mit deiner Kreation? Sie wird's nicht hören. Okay, ja dann... Hoffen. Wir haben Hoffnung. Haben bestimmt auch 90% der Let's Player genommen, aber mir egal. Hast du wahrheitsgemäß geantwortet? Ja. Oder ehrlich. Du akzeptierst also die Möglichkeit auf von Schmerz und Seizure, ja, Anfall, Spannung, fällt mir jetzt keine Übersetzung ein. Ja. Verstanden. Und jetzt soll ich mein Gefäß benennen. Ach ja. Noch eine interessante Sache, als ich das Spiel runtergeladen habe, kommt ja immer der Installationsclient und so weiter. Und da stand ein sehr beunruhigender Satz, nämlich so nach dem Motto, von nun an akzeptierst du alles, was dir widerfahren wird. Das klingt schon sehr verhängnisvoll. Ich bin sehr gespannt, ich weiß, ich rede zu viel und ihr wollt, dass ich spiele, aber naja, ich rede halt gern. Das ist ja sehr wie mein Job, oder nicht? Ja, okay. Ich könnte natürlich, ich nicht, glaube ich, nehmen Wilkins. Wir haben Frisk, also Dingeskirchen damals, Wilkins inoffiziell genannt. Das heißt, wir bleiben jetzt bei Wilkins! Und Wilkins ist ja immer bei uns. Das heißt, solange es hinpasst, ich könnte jetzt natürlich auch sowas wie Kara probieren oder Frisk oder Toriel oder was weiß ich. Aber wir sind mal nicht so. Das überlasse ich Game Theory und den ganzen Leuten. Wilkins! Das ist Wilkins. Wir haben es Wilkins genannt. Ja, wunderschön. Ich freue mich. Und was ist mit dem Erschaffer? Meint er mich? Meinen Namen, okay. Deputy. Deputy. Mit zwei E. Fürs I. Deputy. Der schlechteste Let's Player auf der Welt. Exzellent. Wirklich exzellent. Ja, da freust du dich, dass Deputy das Spiel hier spielt, was? Ja, du hast bestimmt lang drauf gewartet. Vielen Dank für deine Zeit. Deine Antworten. Deine wundervolle Kreation. Wird nun verworfen? In dieser Welt kann niemand wählen, wer er ist. Dein Name ist... Weiß man nicht. Chris. Okay, das habe ich jetzt nicht erwartet. Es soll wohl auch inhaltlich so ein bisschen die Vorgeschichte wiedergeben. Da bin ich mir jetzt ganz unsicher. Also gefährliches Halbwissen, gefährliches Viertelwissen. Jetzt vorsichtig, aber das ist Toriel. Glaube ich. Und wir heißen Chris. Mit K. Chris, wenn du nicht aufwachst, kommen wir zu spät zur Schule. Also du, also ich nicht. Doch, ich bin Lehrerin. Stimmt, ja, hier. Ich weiß gar nicht, wie ich Toriel gesprochen habe. Verdammt nochmal. Ich warte draußen auf dich, okay? Okay. Aber der sieht doch aus wie... Na, nicht ganz. Okay. Ich will nicht sagen, wir sehen böse aus, aber wir sehen böse aus. Es ist ein wunderschöner Tag. Na, wunderschön. Es ist ein roter Karren mit einem rostigen Vogelkäfig. Sieht so aus, als hättest du ein paar Crashes gehabt. Es ist echt schwer, also ich bin wirklich nicht schlecht in Englisch, aber es ist echt schwer während dem Spielen und während man so halbscharig drüber liest, zu übersetzen. Vielleicht wäre es sogar besser, wenn ich es einfach auf Englisch vorlese. Ihr könnt mir ja mal schreiben, was ihr bevorzugt. Also ich finde beides okay. Manchmal schaue ich mir lieber Leute an, die es auf Englisch einfach vorlesen, weil ich es dann bei mir selbst im Kopf übersetze. Andererseits, vielleicht wollen es manche auch lieber auf Deutsch. Das überlasse ich ehrlich gesagt euch. Ich werde es jetzt vorerst bis auf Weiteres auf Deutsch übersetzen. Und das ist unsere Kleidungsschublade. Es ist ein Computerschreibtisch. Da sind viele Boxen unter ihm.
zusammen mit alten Büchern. Es ist auch immer ein bisschen schwierig, weil die englische Satzstruktur ja anders ist als die deutsche. Oft ein Kaktus. Na, da gibt's nicht viel drüber zu sagen. Doch, das ist die hier. Den kennt man aus dem ersten Undertale. Also aus Undertale, nicht aus dem ersten. Das ist ja hier Deltarune. Das bist nur du. Okay. Tür ist verschlossen. Schade, schade. Bücherregal. Da sind viele Bücher. Die Geschichte von Menschen und Monstern bei Gerson Boom. Okay, Gerson Boom. Der hat das geschrieben? Habe ich irgendwas verpasst? Mein Bett. Dein Bett. Ja, so viel dazu. Gut, gehen wir. Toriel, habe ich ein Menü? Ich kann nichts drücken. Absolut gar nichts. Okay. Ich konnte ja bis jetzt auch keine Einstellungen treffen. Da ist eine Dose von Ice Ease, Cool Boys, Body Spray, Spray for the Boys, Flamin' Hot Pizza Flavor. Okay, das übersetze ich jetzt mal nicht. Es ist noch fast voll. Schade, warum benutze ich das nicht? Es ist eine Toilette. Willst du es spülen? Du hast die Toilette gespült. Nicht schlecht. Da klebt ein Foto auf dem Kühlschrank. Von dir, deiner Mom und deinem Bruder. Mhm. Und da ist weißes Fell im Waschbecken, wie in Undertale. Oh, und Zimt. Batter. Zimtteig. Auf dem Ofen. Nice. Mülltonne. Es ist eine Mülltonne. Irgendwie, findest du, kommt da eine blumiger Duft. Blumiger Duft? Hinfort. Es ist ein Telefon, aber du hast schon ein Handy. Ja, geil, aber wo? Kann ich es benutzen? Also ich kann nichts drücken, schade. Okay, den Sessel kennen wir auch. It's Cheriel. Okay, alles klar. Ein Wortspiel, ja, das ist auch so eine Sache, die im deutschen Undertale nicht immer so funktioniert hat, nämlich die Wortspiele. Die funktionieren auf Englisch, hier wiederum schon. Das ist der Fernseher. Sieht nicht so aus, als wäre er angesteckt. Okay, wir schauen kein Fern. Komm, in den Müll. Es ist ein Buch voller Hymnen. Chris, da bist du ja. Wir müssen schnell sein, damit wir es noch schaffen. Chris, es ist ein schöner Tag heute, oder? Das sagt sie. Ich hoffe, es bleibt so, wenn Asriel! Aber ich frag mich, nach der Aufregung von der Uni. Wird er es immer noch mögen, in seine kleine Stadt nach Hause zu kommen? In seine kleine Stadt nach Hause zu kommen? Ja, passt schon. Asriel! Okay, Asriel ist an der Uni. Ist das Undyne? Undyne! Es ist ein wenig Reizüberflutung gerade, aber lasst euch nicht beirren. Es tut mir leid, wenn ich ein bisschen hektisch bin. Aber es ist auch für mich aufregend. Schon. Und Asriel ist unser Bruder. Sind wir also Kara? Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube nicht. Glaube nicht. Also ich weiß ziemlich viel von Undertale. Ich habe nicht nur das Wissen von meinem eigenen Let's Play, ich habe unzählige andere Let's Plays dazu auch angeschaut. Plus Backstory-Videos, Game Theory, alles drum und dran. Also ich weiß schon, wer Asriel und so weiter ist. Das kam ja in meinem Playthrough jetzt nicht so wirklich durch. Aber es ist auch schon etwas her. Es ist schon etwas her. Ich glaube, also Kara war nicht der leibliche Bruder von Asriel, schon klar. SES, was auch immer es war. Aber vielleicht sind wir es ja trotzdem. Ich bin mir nicht sicher. Wir machen jetzt erstmal weiter. Das ist auf jeden Fall Elphys und sie ist anscheinend eine Lehrerin. Okay. Ich habe dir damals eine ziemlich dumme Stimme gegeben, wie ich finde. Ich werde sie jetzt einfach anders sprechen. Also, hat jeder ein... Yo, was geht ab? Ich bin's. Oh, Chris, wir dachten, du kommst heute gar nicht mehr. Wir machen Gruppenprojekte. Gott, ich hasse Gruppenprojekte. Also, schau mal rum und finde einen Partner, okay? Na, wer hat Bock? Du vielleicht? Was ich auf einem Telefon anschaue? Auf meinem Handy? Na, Schulsachen natürlich. Animierte Schulsachen. Und, hey Chris, hast du schon einen Partner gefunden? Du schaust Anime. Scheiß Viabu. Der Hintergrund vom Computer ist seine Slideshow von Naturbildern. Sehr ungewöhnlich. Und selten ein Bild von zwei muskulösen Superhelden, die sich umarmen und rot werden. Das sind doch bestimmt die beiden Soldaten aus Undertale. Haha, ich kenne mich eben aus. Es sind Rosen. Okay. Tammy!
Wisp! Tut mir sehr leid, der Marathon-Partner. Ein Ei. Natürlich. Der Miss-Partner mit Ei! Ich kann das falsch geschriebene leider nicht übersetzen. Es ist ein schwarz-weißes, hartgekochtes Ei. Traurigerweise scheint es schon einen Partner zu haben. Ja, wirklich, wirklich schade. Wer bist du? Chris, schon wieder spät, hä? Du brauchst einen Partner? Tut mir leid, ich bin schon, ich hab schon einen Partner mit der zweitschlauesten Studenten. Studentin. Zweitschlauesten Schüler. Aber warte mal, Chris, weißt du, jetzt wo ich drüber nachdenke, deine einzigartigen Skills könnten mir sehr weiterhelfen. Ich bin eins. Entschuldigung, bin kurz gestorben, die Stimme hat mich zerlegt. Was bist du? Hey Chris, was geht denn so? Hast du deinen Stift wieder verloren? Hier, du kannst, was? Willst du die Zuckerstange oder die mit dem, mit den Lichtern? Achso, den Stift, Entschuldigung. Du willst mein Partner sein? Nee, danke, mal das mal. Ich hab schon Birdie hier. Aber ich könnte Mrs. Elvis fragen, ob wir eine Dreiergruppe machen können. Frag mal, wenn du sicher bist. Nicht fragen. Ja, ich bin sicher, da findet sich schon jemand. Bestimmt. Was bist du? Klick, klick, tap, tap. Bin schon vergeben. Ach ja, die dumme Emo-Katze. Wer braucht dich schon? Yo, Chris, du weißt, du kennst doch Jocking und Catty. Die sind immer Partner. Wir sind das ultimative akademische Duo. Schon immer seit unserer ersten Sportstunde. Es war Hula-Hoop-Tag und sie hatten keine Hoops, keine Reifen mehr für uns. Also hat sie mich benutzt. Oh, das ist unsere Geschichte. Es ist schon wieder sehr strange. Es ist schon wieder sehr strange, aber ich habe nichts anderes erwartet. Ist das das Monster-Kid? Yo, Chris, tauch mal ein bisschen früher auf nächstes Mal. Ich bin schon mit Snowy Partner. Jetzt sagt er die ganze Zeit Howdy-Partner, wie ein Cowboy. Na und, ist das so schlecht? Naja, ich hab Neuigkeit für dich, Kumpel. Ich hab schon einen Partner. Verpiss dich, Mann. Okay, okay, okay. Dann wird's wohl doch die Dreiergruppe, hä? Verdammt nochmal, ich hab schon wieder Nein gedrückt. Es tut mir leid. Ja, Dreiergruppe B. Okay, ich frag mal. Miss Elvis, ist es okay, wenn wir eine Dreiergruppe machen? Was? Nein, das akzeptiere ich nicht. Abbrechen. Was? Chris hat keinen. Noe, was sagst du? Sie hat nur gesagt, dass wir ganz gut allein zurechtkommen. Nein, ich wollte nicht nur wissen. Noe, kannst du bitte lauter reden? Hi, Susi. Ich sehe eine gewisse Ähnlichkeit zu mir. Bin ich zu spät? Oh, nee, passt schon. Wir wollten gerade einen Partner aussuchen für das nächste Gruppenprojekt und... Susi, du arbeitest mit Chris. Toll. Finde ich auch toll, Elvis. Naja, jetzt wo jeder da ist, schreibe ich mal die Aufgabe hin. Hier, malt eine Anime-Figur. Ja, das ist die Aufgabe. Ja, sehr kreativ. Hat jemand die Kreide gesehen? Das ist das dritte Mal, dass sie irgendwie verloren gegangen ist. Ihr wisst, dass ich hier Schule machen kann ohne Kreide. Na, wie wär's damit, wenn sich niemand meldet? Kriegt jeder Ärger. Außer Susi, vor der habe ich Angst, das mache ich nicht. Irgendwer, komm schon, bitte. Hey, da könnte eine Box noch im Vorratsraum sein. Miss Elvis, warum lässt du Susi und mich nicht hier? Sophie, was? Gute Idee, Noel. Susi, dass du ja als Letzte gekommen bist, warum holst du nicht die Kreide? Naja, was auch immer. Scheint es nicht bösartig zu sein, aber irgendwie hat jeder Schiss vor ihr. Und Chris, du kannst ja mal mitgehen und sicherstellen, dass sie, naja, sie wirklich holt. Also bleib ärgerfern. Danke, Chris. Bis später. Okay. Ich
sehr gemein. Er hat gesagt, dass Ei niemals schlüpft. Verdammt. Sophie, wie kannst du nur? Chris, ich hab doch gesagt, spät zu kommen ist nie eine gute Idee. Keine Sorge, Chris. Ich hab schon immer gedacht, Susi kann nicht so schlimm sein, weißt du? Ich bin mir sicher, alles wird gut. Ja, okay, ich will's hoffen. Klick, klick, tap, tap. Stirbt nicht. Okay. Chris, wenn ich Arme hätte, würde ich den coolen Hut hier abnehmen und dir gedenken. Okay, also jeder denkt, ich werde draufgehen. Cool. Yo, Chris, tut mir leid, Mann. Wenn ich nur gewartet hätte, um dein Partner zu sein, müsstest du nicht ihrer sein. Sie wird dich zerschlagen, Mann. Und dann wird sie noch die Ärsche von all den kleinen Stückchen zertreten. Okay. Also treten. Chris, hör nicht auf sie. Es ist nicht so schlimm. Du wirst wahrscheinlich überleben, dass Susi dich... wenn Susi dich verprügelt. Du wirst nur versagen, wenn sie nichts von eurem Projekt zusammen macht. Das ist so, wie wir immer sagen, Chris. You Sus, you lose. Okay. Das war nicht wirklich zuversichernd, hör. Miss Elphys, ich will das nicht tun. Ich will das nicht tun, ich will sterben. Chris, was sollen die Verzögerungen? Jetzt geh schon. Okay. Hey, Susi. Erstmal ein bisschen was crunchen, ne? Nichts Verwerfliches dran. Yo! Chris. Hab dich nicht gesehen. Hey. Du hast jetzt nichts gesehen, oder? Was? Kannst dich mal reden? Chris, stirb. Hey. Ja? Lass mich dir ein Geheimnis verraten. Autsch. Stille Leute, piss mich an. Du denkst nur, weil du nichts sagst? Kann ich nicht lesen, was genau du denkst? Es ist vorbei. Ich habe Susi erwischt, wie sie all die Kreide gegessen hat. Du hast die Kreide gegessen? Das war ihre letzte Chance. Jetzt wird sie doch letzten Endes rausgeschmissen. Oh, komm schon, Chris. Tu nicht so schockiert. Du weißt, dass es wahr ist. Jeder wartet drauf. Jeder will es. Also, Glückwunsch, Chris. Du hast mich. Ich bin am Ende. Aber lass mich noch eine kleine Sache sagen. Scheint eine ziemliche Verschwendung zu sein. Rauszufliegen, nur für einen kleinen Snack. Warum isst du Kreide? Erste Frage, warum? Also, Chris, wenn ich weiß, dass du das Ding aufschnappen lässt, also die Katze aus dem Sack lässt, also den Trigger pulst, also ja hier, mich verpfeifst. Warum werde ich dann nicht für Richtiges rausgeschmissen? Chris, wie geht's dir dabei? Oh. Wie würdest du es finden, dein Gesicht zu verlieren? Das gefällt mir nicht. Das gefällt mir gar nicht. Nö. Chris, du hast eine gute Mutter. Es wäre schade, wenn sie ihr eigenes Kind begraben müsste. Okay. Dann lass es uns mal hinter uns bringen. Wir holen mal Kreide. Ich weiß nicht, was Mosey Back to Class heißt. Und dann, Chris, dann willst du unser Projekt machen. Wie klingt das? Oh, ich konnte nicht antworten. Bemühe dich nicht zu antworten. Wenn du es bis jetzt nicht kapiert hast, dann machen deine Entscheidungen nichts aus. Komm schon, lass uns gehen, Freak. Gut, ich muss gestehen, ich habe es nicht erwartet, aber ich hätte es vielleicht erwarten können. Das ist ein Toby Fox Spiel. Du schaust durch das eingefrorene Glas. Achso, das heißt wahrscheinlich nur Frosted Window, wenn es so milchig ist. Okay, ich habe es nicht kommen sehen, ich dachte, die wäre eigentlich ganz nett und so und alle schätzen sie wahrscheinlich. Aber nein, es läuft irgendwas ganz schief hier. Susi,
Jetzt sei mal nicht so. Nur weil ich dich ein paar Mal Sophie genannt habe. Chris, willst du einfach Schule schwänzen? Was? Soll ich dich jetzt versnitchen? Ja, das wäre cool, oder? Nee, würde ich nicht machen. Komm hier zurück. Okay. Darf ich einen Schluck trinken? Du hast einen Schluck getrunken. Leute halten da ihren Mund dran. Du bist nicht sehr offen für Vorschläge. Ich respektiere das nicht. Oh Mann, kannst du noch ein bisschen langsamer gehen? Naja, verstehe schon. Bist es wohl nicht gewohnt, mit jemandem rumzulaufen, der deine Hand nicht hält? Komm schon, Freak. Angst? Tja, hier ist der Schrank. Zu dumm. Wir haben gerade angefangen, Spaß zu haben. Gehen wir doch rein, es wäre doch kuschelig. Hey Chris, bin das nur ich oder ist es da wirklich dunkel drin? Los, geh doch rein, wenn du so mutig bist, dann los, geh doch rein. Ja, mach doch, mach schon. Worauf wartest du, Chris? Gehst du jetzt rein oder was? Nee. Na schön, wenn du so ein Weicher sein willst, dann mach ich das eben. Wir gehen beide gleichzeitig. Okay. Ich mit leichter Verzögerung. Siehst du, warum hast du solche Angst gehabt? Ist nichts hier drin, außer altem Papier. Lass uns mal den Lichtschalter suchen. Okay, nö, tschüss. Chris, wenn du mich hier drin lässt, werde ich... Was willst du? Was wirst du? Was wirst du? Was wirst du? Mein Gesicht essen? Mein Gesicht essen, ist es das? Findest du das lustig? Das ist komisch, ich kann den Schalter nicht finden. Schätze mal, der ist weiter innen. Ja, natürlich, weil der Lichtschalter nicht immer genau neben der Tür ist. Nein. Nein, der ist ganz tief im Raum. Ziemlich groß für den Schrank, ha? Man sollte meinen, wir hätten bis jetzt das Ende erreicht. Ich folge dir auf dem Fuße. Hier sind bestimmt irgendwo Secrets, ne? Hä? Irgendwer? Hey, Chris. Ich denke, der Schrank ist kaputt. Es gibt keine Wände. Ja, wir haben hart genug gearbeitet. Wenn Elfis so sehr Kreide will, dann soll sie sie selber holen. Lass uns das aufteilen. Ja, das ist eine gute Idee. Oh, wie unerwartet. Was zum? Hey, lass dich lustig. Lasst uns raus. Lasst uns... Nur altes Papier, nur altes Papier. Der Boden, er stürzt ein. Shit. Wilkins. Ah, ich bin der Chris. Tut mir leid. Ich bin jetzt schon ziemlich gefesselt. Was zur Hölle geht hier vor sich? Das ist, ich meine, oh. Ja, das kommt mir bekannt vor. Warum sehe ich so komisch aus? Ich trage eine Rüstung. Ich mache Schrittgeräusche. Mir ist ein wenig schlecht. Sehe ich an der Farbe in meinem Gesicht. Oh. Entschlossenheit. Entschlossenheit. Manchmal siehst du es flackern. Das Licht, das nur du sehen kannst. Bei Second Nature, ich weiß nicht, wie man das übersetzt, streckst du deine Hand aus und... Return? Safe. Fragezeichen, 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 Fragezeichen. Deputy! Deputy, ich bin Deputy, ich habe keine Angst. Was passiert, wenn ich Return drücke? Wahrscheinlich gar nichts. Das ist einfach nur zurück. Okay, ich habe zu viel Drama um nichts gemacht. Wo bin ich? Wo zur Hölle? Susie. Susie, Susie, Susie. Was ist... Hallo. 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 Wilkins. Wilkins. Ich fühle mich wohl. Es ist zu dunkel, um irgendwas zu sehen. Ja, dann... Da oben habe ich aber gerade was gesehen. Okay, und hier ist ein Auge. Mit dem ich nicht interagieren kann. Zu dumm. Okay. Nehmen
mal weiter an den komischen wackelnden Spiegeln vorbei, die sicherlich nichts Schlechtes zu bedeuten haben. Und nun soll ich da runter? Ich soll wohl da runter. Oder auch nicht, aber jetzt ist es geschehen. Was hätten wir da? Okay, es ist absolut und viel zu dunkel. Entweder sind das schafende Schaumhaufen oder ich weiß nicht, was es ist. Das ist die einzige Option, die mir einfällt. Oh, Item. Item? Da glitzert irgendwas drin. Nimmst du es? War es nicht so, dass meine Entscheidungen eigentlich gar nicht zählen, aber ich nehm's. Du hast die Glitzerscherbe erhalten. Und ich kann mein Inventar immer noch nicht aufrufen. Ich drücke alle Knöpfe, ich drücke wie verrückt. Nichts passiert. Außer, dass jetzt irgendwas aufgeploppt ist in mein Spiel. Lass das bitte, okay? Ich tue es auch nie wieder. So, ja, ich sehe schon, das ist ein Gesicht, das ist unheimlich und so. Aber Wiggins, geht weiter. Oh, ein roter Spiegel. Hui, Angriffsspiegel. Okay. Anscheinend kann ich verletzt werden. Passiert irgendwas, wenn ich zurückgehe? Nö. Okay. Lässt du das bleiben? Bin ich etwa One-Shot tot? Bin ich One-Shot tot? Ich hoffe nicht. Das wäre hardcore. Aber Wiggins! Geht's gut. Soweit.